Hallo, Peter Finger hier und ich möchte euch heute drei Gitarren vorstellen, die alle drei gebraucht sind und die alle bei uns im Moment im Gitarrbasar in Osnabrück stehen zum Ausprobieren. Und das sind drei sehr unterschiedliche Gitarren. Ich werde auf jeder dieser Gitarren das gleiche spielen, einen kleinen Blues in E und ein Folkstück, sodass man die Unterschiede im Klang vielleicht hören kann. Das ganze Signal ist dann unbearbeitet und ja, vielleicht kann man so ein bisschen die Unterschiede erkennen, die diese Gitarren haben. Fangen wir an mit einer Gitarre von Joe Striebel. Joe Striebel ist ein hervorragender Gitarrenbauer aus dem Raum München. Und diese Gitarre gehört Peter Autschbach, der sie gerne jetzt verkaufen möchte. Das ist eine kleine Gitarre und eine Gitarre, die ihr wahrscheinlich schon oft in Video-Workshops gesehen habt, denn er hat sie früher oft benutzt. Eine Gitarre aus Fichte und ostindischen Palisander, wie auch die anderen beiden Gitarren. Bei allen drei Gitarren haben wir es mit Massivhölzern zu tun und ich möchte mal kurz diese Gitarre vorstellen. Fällt auf, sie spielt sich sehr, sehr leicht. Das liegt an der ultra tiefen Seitenlage, die Peter Autschbach immer für seine Gitarren verwendet. Man muss ein bisschen aufpassen, natürlich, wie man anschlägt, dass es nicht schnarrt. Aber sie spielt sich sehr, sehr, wie gesagt, sehr leicht und sehr angenehm. Das Ganze ist nicht sehr laut, aber doch in einer angenehmen Lautstärke bewegt sich die Gitarre mit einem sehr, sehr guten Sustain. Wir haben hier eine Fichtendecke. Randeinlagen sind Herringbone-Einlagen, Binding aus Ahorn und schwarz-weißen Streifen. Dann haben wir einen Steg aus Ebenholz, ebenso das Griffbrett mit wilden Einlagen hier. Sind irgendwelche Buchstaben, fremdländische Buchstaben, ich weiß es nicht genau. Pickup-System Shadow und Boden und Zargen, schlicht gemacht mit aus ostindischem Palisander. Der Hals Mahagoni, Halsansatz am 12. Bund, das ist vielleicht noch wichtig. Dadurch wird die Gitarre, die Mensur natürlich, also der Abstand ein bisschen kleiner. Man braucht nicht zu weit nach links zu fassen. Und offenen Fensterkopf, so wie man es oft macht bei zwölfbündigen Gitarren. Das Besondere hier sind super Luxus-Mechaniken, Scheller-Mechaniken, kugelgelagert, die ultraleicht gehen. Ja, das Ganze, sehr schöne Gitarre, würde ich mal sagen, die gut klingt, die sich leicht spielen lässt, ohne Frust. Und die Gitarre soll kosten 4.950 Euro. Dazu gibt es einen Hartschalenkoffer. Okay, weiter geht's.
Als nächstes haben wir hier eine Gitarre, eine ganz andere Gitarre. Ich spiele erstmal kurz so ein bisschen an. Ganz andere Klangcharakteristik. Die Gitarre ist natürlich auch ein bisschen größer, deswegen ist sie auch ein bisschen voluminöser und vielleicht auch ein bisschen bassiger. Auch eine Gitarre, die sehr, sehr, sehr gut gebaut ist, wie auch die Striebel eben. Also das sind halt Meisterbauer. Und dies ist eine Goodell-Gitarre aus Hawaii und ein Instrument, was auch schon einige Jahre ist, kommt noch aus dem letzten Jahrhundert. Ich denke mir Ende, also vielleicht so, sie wird so vielleicht 23, 24, 25 Jahre alt sein, vielleicht so Baujahr 1998. Ist aber sehr, sehr gepflegt, sieht fast aus wie neu und sie stammt von einem Workshop-Teilnehmer und Freund, der vor einiger Zeit leider gestorben ist und ich habe seiner Frau versprochen, diese Gitarre mal anzubieten. Ein sehr, sehr tolles Instrument, auch eine Fichtendecke. Auch ostindisches Palisander für Boden und Zagen, hier mit Mittelstreifen und Binding ist aus Koa. Auch hier wieder ein Steg aus Ebenholz und das Griffbrett. Sehr schlicht gemacht, das Griffbrett im Gegensatz zu der Striebelgitarre. Keine Einlagen hier oben, sondern nur die Side Dots. Schallermechaniken. Und was besonders überzeugt, ist der Klang dieser Gitarre. Sie ist ein bisschen größer, man merkt es hier schon. Für Folk sehr gut geeignet. Und der Rainer, der in dem diese Gitarre gehörte, der hatte eine schöne Sammlung von Gitarren, ist eine davon. Und ihr könnt im Internet sicher gucken, wie die Gitarren gehandelt werden. In diesem Fall ist die Preisforderung 4.500 Euro. Kein Cent zu viel, denke ich, für so eine Gitarre. Goodell. Auch von Rainer, der verstorben ist, ist diese Gitarre, die ein bisschen anders aussieht als manche andere. Ich spiele erstmal ein bisschen wieder. Vielleicht kriegt man es mit, ein ganz anderer Ton, sehr, sehr holzig. Das ist eine handgebaute Gitarre von Hartmut Hegewald, der, man sieht es der Gitarre an, eigentlich mehr Konzertgitarren baut, also klassische Gitarren. Auch hier wieder Fichtendecke, Palisander für Boden und Zagen, relativ schlicht gemacht, die Randeinlagen.
Steg, der kein Knüpfsteg ist, sondern wo die Saiten durchgefädelt werden hier, wie bei einer klassischen Gitarre, ähnlich wie einer klassischen Gitarre. Steg aus Palisander auch. Offene Kopfplatte, 14-bündig, wie auch die Goodell. Und ein etwas ovales Schallloch, was auch sehr ein bisschen gedrängt in diese Richtung ist. Sie sieht also schon ein bisschen wie eine klassische Gitarre aus, aber auch nicht ganz. Und ich muss sagen, auch diese Gitarre spielt sich sehr gut, liegt sehr gut an und man merkt die Vibration. Sie ist ziemlich laut, hat viele Reserven und man merkt schon, die Gitarre, die spricht auch leicht an, sie ist auch leicht gebaut. Auch das Gewicht ist ganz anders. Und diese Gitarre, weil sie teilweise ein bisschen abgerockt ist, Verhandlungsbasis 1500 Euro. Auch hier inklusive Koffer wie bei allen drei Gitarren. Ja, und übrigens diesen Blues kann man lernen. Und zwar jetzt schon am Samstag. Ich mache hier im Osnabrücker Lutherhaus einmal im Monat samstags kostenlose Workshops. Es gibt den Workshop kostenlos, außerdem Kaffee und Kekse. Und man kann viele Gitarren antesten. Und auch so ein bisschen fachsimpeln. Und diese drei Gitarren würde ich euch ans Herz legen, die mal anzutesten. Es sind wirklich drei schöne Gitarren, ganz, ganz unterschiedliche Gitarren. Wir haben die Gitarre von Joe Striebel, die vielleicht nicht ganz so laut ist, aber ein sehr, sehr schönes, langes Sustain hat und extrem leicht spielbar ist durch die Saitenlage. Dann die Goodell, ich glaube, qualitativ außer Zweifel und eine wunderbare Gitarre. Und diese etwas eigenwillige Gitarre von Hartmut Hegewald, die aber auch sehr schön ist und ganz anders klingt. Alle drei Gitarren haben auch Pickups eingebaut, das hatte ich noch vergessen zu sagen. Bei den beiden, diese Hegewald-Gitarre und die Goodell, bin ich mir nicht ganz sicher, was für Pickups das sind. Es ist auf jeden Fall eine Kombination aus Piezo unterm Sattel und einem Mikrofon. Hier sieht man es, bei der Goodell sieht man es noch deutlicher. Ich sehe das Mikrofon, ich sehe auch die Kabel, die unter den Steg führen. Und bei der Gitarre von Joe Striebel haben wir, wie gesagt, einen Shadow eingebaut, der gut sichtbar ist und von der Zarge aus regelbar ist. Also alle drei Gitarren eine Empfehlung von mir. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns hier in Osnabrück sehen.